Und hier herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Knights of the Old Republic. Hier auf dem Planeten Kashyyyk. Ich überlege gerade, wenn wir den getötet haben, ob wir wieder zurück auf Manan gehen, dass wir den fertig machen. Die Frage ist ja überhaupt, wo er ist, mal ganz abgesehen davon. Wenn er unten auf der Jagd ist, wie es ja hieß, dann bin ich schon so weit vorangeschritten auf Kashyyyk, dass ich es wahrscheinlich auch einfach fertig machen kann. So. Junger Jerker-Wissenschaftler. Man könnte so viel über diesen Planeten lernen, aber wir Janos sitzen alle in diesem Kaff fest. Okay, Janos, was geht? Ich brauche Vorrede. Okay, ich habe bereits mit dem Händler gehandelt, mit dem ich handeln sollte. Örtliche Spezies kaufen? Was soll das bedeuten? Er meint, dass sie Sklavenhändler sind. Sie entführen meine Brüder und Schwestern und versteigern sie. Euer Wookie scheint nicht zufrieden zu sein, aber ihr seid zufrieden. Das ist wichtig. Warum tolerieren die Wookies, dass man so mit ihnen umspringt? Okay, er hat damit nichts zu tun, er repräsentiert die Jerker Corporation nur. Die Ernte wird so schonend wie möglich eingebracht. Macht überreden, ihr wollt mir mehr über diese Vereinbarung erzählen. Okay, also sie tauschen Waffen gegen gesunde Wookies und dieses Machtgefüge sorgt dafür, dass sie auch ungefähr kontrollieren können, wer hier gerade das Sagen hat, dass es nicht ständig in einem Blutbad ausartet. Wie lautet der Name des Anführers? Chunda. Okay, Zalbar scheint diesen Namen nicht hören zu wollen. Okay, Zalbar, was los? Er will nicht darüber sprechen. Erzählt mir von diesem Planeten. Ihr habt zuvor G5623 genannt. Das ist die Katalogziffer. Ich lasse meine Bestie sprechen, das ist mehr Freiheit, als normalerweise die Wookies bekommen. Erzähl mir vom Sklavenhandel. Ich dachte mir, ihr würdet Verstärkung benötigen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ja gut, das hatte ich ja schon. Da kann ich jetzt anscheinend nicht weiter was dazu sagen. Ich suche nach etwas, das man eine Sternenkarte nennt. Hat er keine Ahnung davon. Welche Waffen habt ihr auf Lager? Ah doch, er handelt doch. Okay. Erst wollte er nämlich nicht. Hat aber nur Crap. Ich habe Fragen zur Jerker Corporation. Okay, er sagt mir dasselbe. Gut. Der hat alles gesagt, was er zu sagen hatte. Ich weiß übrigens noch, dass es auf diesem Spiel, auf diesem Planeten damals war. Das habe ich noch in Erinnerung. Da stand ich ziemlich genau hier. Da habe ich gespeichert. Bin damals, ich weiß gar nicht mehr, ob es mit meinem Bruder oder meiner Mutter, wahrscheinlich war es mit meinem Bruder, losgezogen. Da sind wir zum Ready for Computer, hieß der damals. Ein Einzelhandelladen mit PC-Teilen, ist ja auch eine Seltenheit mittlerweile. Und da haben wir dann eine neue Grafikkarte gekauft. Wenn ich mich nicht irre, war es die 8600 GT GeForce.
oder 9600. Eins von beiden. 8000 oder 9600. Eine von beiden. Und ich hatte vorher eine Xempron 300 AMD irgendwas. Das war ein Schrottteil. Das war quasi Qualität von einer Onboard. Also einer GPU in der CPU. Nicht gut. Absolut nicht. Und da war ich hier, hab die neue Grafikkarte eingebaut, gepatcht, Spiel gestartet, aufs Höchste gestellt alles und das Spiel lief butterweich. Also für damalige Verhältnisse butterweich. Ich weiß noch, da war ich so glücklich. Alles sah so anders aus. So schön. Ach ja. Halt, Raumpilot! Die Checker Corporation rät von Reisen ins wilde Idien ab. Zurzeit sind die Katan-Angriffe besonders schlimm. Eigentlich halten die Wookiee-Jäger die Population gering, aber ich glaube, die ignorieren bestimmte Gebiete, damit unsere Jungs getötet werden. Kommt mir nicht in die Quere, das könnte für euch schlecht bekommen. Sparen Sie sich Ihre Drohung, Fremder. Wenn Sie mich provozieren, sind Sie schneller tot, als Sie denken. Ach ja? Macht überreden. Ihr habt mir nicht gedroht. Ich bin eine nette Person. Ihr könnt mich gut leiden. Ah, ich mag Sie. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was könnt ihr mir über die Checker Corporation erzählen? Ich rede nicht mit Wookiee-Freunden. Schaffen Sie den Flokati weg, sonst schieße ich. Was wisst ihr über Wookiees? Wer ist denn hier der Wookiee-Freund? Sie wissen viel mehr als ich. Sie können doch so gut mit den Biestern. Halten Sie das Biest an der Leine. Ich hasse diese Tiere. Ich habe gesehen, wie sich Freunde von mir zerfetzt haben. Das Ding ist, die Leute kommen doch her, um sich einen Wookiee-Sklaven zu holen. Wenn das mein Sklave ist, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Wookiee-Freund bin. Tja, vielleicht sollte ich zulassen, dass er euch die Arme ausreißt. Sparen Sie sich Ihre Drohung. Ja, jetzt fängt es schon wieder an. Ich werde vorbeigehen, ich habe die Landegebühr gezahlt. Nur zu. Aber Sie verlassen das Stadtgebiet auf eigene Gefahr. Wir schützen die Firma, nicht Sie. Stadt nennst du sowas. Oh, geht aber früh los. Ihr dürft mitkämpfen, ihr zwei, gell? Nicht so schüchtern sein. Das Spiel war gerade ein bisschen laut. War das nur bei mir oder war das generell laut? Beschädigter Wachtruide, Captain Denno. Wie heißt der Typ eigentlich nochmal? Rulan. Okay. Spürt ihr es? Den Wind, die Geräusche, die Düfte. Nun, da wir den Raumhafen verlassen haben, fühle ich alles. Dieser Weg ist neu, wohl von Sklavenhändlern erbaut, aber ich erkenne die Bäume wieder. Mein Dorf ist nicht weit. Womit muss ich rechnen? Ich weiß es leider nicht. Es ist schon so lange her. Ich weiß nur, wie es einst gewesen ist. Aber vieles hat sich wohl verändert. Ich muss euch warnen. Ich weiß nicht, ob ich euch hier eine Hilfe oder eine Last sein werde. Mein Vater war mächtig, ein König. Vielleicht ist er inzwischen besänftigt, aber mein Bruder könnte ihn beeinflussen. Ich bin wohl nicht willkommen. Ich habe keine Zeit für eure Familienstreitigkeiten. Ich verlange nicht, dass ihr euch darum kümmert. Ich wollte nur, dass ihr die Schwierigkeiten kennt. Bah, macht, was ihr wollt mit dieser Information. Ich sage nichts mehr darüber. Verdammt, das kann ich mir nicht leisten. Meinst du, ich? Weißt du, was ein gesundes Exemplar kostet? Das klären wir später. Wir haben Gesellschaft bekommen. Was wollt ihr, Raumfahrer? Ich bin Captain Denno und ihr stört die Angelegenheiten der Charka Corporation. Und jetzt erzählt mir, was passiert ist. Erzählt mir über die Charka Corporation. Ich hätte ein paar Fragen über Kashyyyk. Ich bin Relaxun. Was ist hier geschehen? Der Wookiee-Sklave war ein wenig überreizt. Wir mussten ihn ruhig stellen. Ihr habt es eingeschläfert. Wir sind keine Tiere. Das macht euch verrückt, Salber. Was? Ich wette, das tut es. Oder wollt ihr hinaus? Wollt ihr diese Leute tot sehen? Ihr müsst mich nicht lange bitten. Tut es. Tötet sie. Wir lassen sie dafür bezahlen. Was zum Blaster bereit, Leute. Hier gibt es jemanden, der sterben möchte. Wer denn? Jetzt fängt das schon wieder an.
Ihr könnt ruhig mitkämpfen, ne? Aber ich bin mittlerweile echt stark. Vibro-Schwert im Bowcaster. Ich wollte nicht das looten, sondern das. Sicherheits-ID der Chirker Corporation könnte noch praktisch werden. Leichte Splittermine. Ich hätte hier vielleicht vorher herkommen sollen, ha? Dann habe ich ja eben mein nächstes Level ab. Ich hab's gleich. Ich kann ich nicht looten. Bin mal gespannt, wie oft dieses Gift brocken können. Was auf der Nagasado-Klinge drauf ist. Ne, der Genoharadan-Klinge war es. Nagasado kann zwar auch, aber ich habe ihm die Genoharadan angezogen. Macht mehr Damage. Aber man könnte das Spiel sogar ohne Lichtschwerter durchspielen, wenn man wollte. Hallo, Stuck? Danke. Leiche. Jede Menge Zeug drin, aber nichts, was ich brauche. Ich bräuchte mal noch eine Jedi-Robe, die passt. Weil ich habe zwar eine Jedi-Robe, eine Sith-Meister-Robe an, aber das bringt mir auch nicht viel, wenn die Verteidigungswerte davon eher geht so sind. Und ja, ich weiß, da drüben war ein Wookie, aber ich laufe jetzt erstmal kurz hier lang. Und mache mein Level ab. Mach mal reparieren ein Stückchen höher, damit ich das auch auf 10 habe. Kräfte. Was nehme ich? Tja, das ist jetzt die Frage. Langsam, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Dann bin ich zwar weiterhin gegen Druiden nicht gut, aber das ist mir relativ wurscht, langsam nämlich. Wobei das nichts bringt, wenn ich den Gegner eh permanent versuche zu lähmen. Dann wäre eigentlich das hier schlauer. Wo ist es? Wobei doch, das verringert auch die Rettungswürfe. Oder nehme ich selbst... Nee, ich habe gerade überlegt, selber noch einen Buff zu nehmen, aber irgendwie weiß ich nicht. Finde ich die Idee nicht so gut. Lebensentzug kann ich noch nicht die höhere Stufe nehmen. Machtunterdrückung wäre halt noch interessant. Einfach, dass ich den Gegnern alles wegnehmen kann. Aber das bringt auch nur gegen Jedi was. Ich nehme langsam. Das geht ja auch auf mehrere im Schluss, oder? Ja, das passt schon. Ich nehme langsam. Es wird dein Ende sein. Hier, nimm das. Versorgungsstation. Kein Problem. Nicht geklappt. Misserfolg. Verstanden. Das lese ich nicht gerne. Kein Problem. Verstanden. Bewegungssensor. Die Versorgungs-ID der Chirker Corporation verwenden, um auf die Vorräte zuzugreifen. Okay, wahrscheinlich habe ich es jetzt geöffnet. Aber das ist mir ja auch so gelungen.
dunkle Jedi. So. Lord Malak war sehr wütend, als er von deiner Flucht von Taris hörte. Bla, bla, bla. Ihr dürft helfen. Ihr wollt nicht, ne? EP. Das ist ein bisschen wenig. Oh, ein lilanes Lichtschwert. Also von Haus aus lila. Selten. Das ist ja farblich, aber genau das, was ich trage, ne? Ja. Gibt's keinen Unterschied. Okay, da geht's auch zu einem Wookie-Wachposten. Ich vermute mal, das führt beides an denselben Ort. Bleib, wo du bist, Fremdling. Dies ist ein Reich Chundas, unseres Königs und Führers. Zur Seite, der Mensch gehört zu mir und ich verlange Zugang zur Heimat meines Volkes. Du hast mir nichts zu sagen, Madclaw. Dieser Mensch hätte unser Land nicht entehren dürfen. Du musst dich vor Chunda verantworten. Ihr werdet mich nirgendwo hinbringen, Affe. Sieh dich um, Narr. Du bist im Land der Wookies, umzingelt von Wookies. Du hast keine Chance. Er hat recht, es sind zu viele. Bitte, gehen wir zu Chunda. Er muss vieles erklären. Rar, genug damit. Wir werden dich und den geächteten Madclaw jetzt zu Chunda bringen. Gut, ich habe keine Wahl. Okay. Zahlbar ist jetzt anscheinend gefangen genommen worden, deswegen nehme ich jetzt einfach mal meinen HK-Buddy wieder mit. Tritt vor und rede mit dem mächtigen und weisen Chunda. Ich empfange nur selten Fremdlinge. Und diese Sklaventreiber, sind das keine Fremdlinge? Oder hast du ihn schon ganz Kaschik verkauft? Zahlbar, mein Freund, du warst lange im Exil. Sprich nicht in diesem Ton mit mir. Die Dinge haben sich geändert. Du bist entehrt und verrückt. Du hast keinen Einfluss auf das Volk. Ich dagegen bin der König. Ignoriert ihn, Chunda. Ihr habt das jetzt mit mir zu tun. Überschätze dich nicht. Du hast hier keinen Einfluss. Mein Volk hört nur auf mich. Dafür habe ich gesorgt. Sie vertrauen mir, Chunda. Trotz des Wahnsinns meines Bruders und der Versklavung meines Vaters schütze ich mein Volk. Was faselst du da? Vater wurde versklavt? Du warst damals das Schwein. Ich bin kein Schwein. Wie ich schon sagte, es hat sich viel verändert. Wir reden später darüber. Hat das ganze Gerede eigentlich irgendeinen Sinn? Wenn es eh früher oder später zu einem Kampf führt, würde ich es gerne hinter mich bringen. Einen Kampf würdest du niemals überleben. Das Dorf glaubt an mich. Sie würden dich töten. Außerdem beschützen mich die Wachen der Checker Corporation. Nein, du hast keine Chance. Ich habe Zahlbar nicht getötet, weil er mein Bruder ist. Ich wollte mich mit ihm einigen. Du bist unwichtig. Ich kann dich vielleicht mit einer einfachen Aufgabe betrauen. Zahlbar muss natürlich bleiben. Was ist das für eine Aufgabe? Sehr einfach. Es gibt noch einen Wookie, der Zahlbars Schicksal teilt. Auch er ist verrückt und im Exil. Er versteckt sich in den Schattenlanden. Außerdem belästigt er meine Verbündeten bei ihren Expeditionen. Das ist nicht gut fürs Geschäft. Ich bin nur an einer Schattenkarte interessiert, deswegen kam ich auch hierher. Ich weiß nichts darüber und ich will auch nichts wissen. Deine Probleme bedeuten mir nichts. Zurück zu meinen anderen Fragen. Ich wollte euch Fragen über die Schattenlande stellen.
Wir gehen nur zur rituellen Jagd in die Schattenlande. Ich würde den Stirnfried dort unten ja verrotten lassen, aber der Kerl ist zäh. Seit Jahren treibt er nun schon sein Unwesen. Er ist verrückt und ehrlos. Du bist entbehrlich. Du wirst ihn vernichten. Ich werde das nicht tun. Ich gehe jetzt und ihr könnt eure Drecksarbeit selber erledigen. Dir bleibt keine Wahl. Du kannst natürlich von Kashyyyk fliehen, aber ich werde zahlbar hier behalten. Er bleibt hier, bis der Verrückte tot ist. Die Chaka würde nicht zulassen, dass ich dich hier festhalte. Aber was ich mit meinen Wookies mache, ist ihnen egal. Zahlbar als Gefangenen zu behalten, macht den Vorschlag noch inakzeptabler. Wer hat behauptet, dass es leicht sein würde? Abgesehen davon wirst du ihn nicht brauchen. Mein Volk versteht deine Sprache. Ich sage ihnen, dass es gut ist, den Feind zu verstehen. Sie denken, dadurch können sie die Chaka besser bekämpfen. Aber in Wahrheit können sie nur besser gehorchen. Du kannst mich nicht besiegen. Niemand folgt einem Fremdling oder einem Verbannten. Du irrst dich, Bruder. Du irrst dich. Wisst ihr schon, da gibt es jemanden. Viel Glück, Zalba. Freu dich nicht zu früh. Zalba spricht von seinem Vater Freyr. Warum? Er hat dich verbannt, nachdem du mich angegriffen hattest. Wie du verfiel er dem Wahnsinn, als er die Sklaven hinterentdeckte. Er hat sie angegriffen. Alleine. Seitdem ist er verschwunden. Das ist Jahre her. Vergiss ihn, Zalba. Jetzt regiere ich. Ich sorge gut für die Wookies, aber wir müssen Opfer bringen. Spielt das Spiel mit, Zalba. Ich werde sehen, was ich tun kann. Schweig, Fremdling. Du hast deine Befehle und ich kann dich nicht festhalten. Aber Zalba bleibt hier, bis der Verrückte in den Schattenlanden tot ist. Dann haben wir wahrscheinlich keine andere Wahl. Aber wir sollten mit großer Vorsicht handeln. Die Wachen werden dich jetzt vorbeilassen. Verlasse das Dorf im Nordwesten und folge der Plattform nach Süden und dann nach Osten. Irgendwann stößt du auf Gorwoken. Er lässt dich zum Waldboden hinunter. Geh jetzt. Ja, und dieser Ruler, den ich suche, der ist hier unten in den Schattenlanden. Oh, cool. Automatische Holzverriegelung. Könnte ich da wieder rein, wenn ich wollte? Das ist deine Aufgabe, Fremdling. Sehr dankbar, dass du hier sein darfst und tue, was dir aufgetragen wurde. Okay. Jo, gibt's hier irgendwas Cooles? Außer behaarte Fellknäule? Ein Händler vielleicht? Mit außerordentlicher Wookie-Ware. Weidenkisten, die habe ich am liebsten. Alter, was hier alles drin ist in den Behältern, ist schon abartig. Zur großen Promenade. Kartenhinweis, Hüter der Gesetze. Warvilles Hütte. Wer ist denn Warville? Also da komme ich wieder raus, okay. Wookie, 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 Wookie. Und hier könnte ich theoretisch rein. Ah, kann ich sogar tatsächlich. Jarak und Worvel. Was willst du, Fremdling? Du bist hier nicht willkommen, egal was man sagt. Ich bin Relaxun, ich bin mit Chunnes Erlaubnis hier. Zollt ein wenig Respekt. Du bist ein Fremdling. Dein Volk hat hier mehr Schaden errichtet, als du je wieder gut machen kannst. Du verdirbst uns. Wächst in allen dunkle Seiten. Du verdienst keinen Respekt. Okay, er beantwortet mir keine Fragen. Ich wollte eigentlich Fragen beantwortet bekommen. Ich habe nie mit Fremdlingen gesprochen. Chunda lässt uns eure Sprache lernen, aber ich bin noch keinem so nahe gekommen wie dir. Warnung. Keinen Schritt näher, Zottelwesen. Ich warne dich. Ich werde den Meister vor dir schützen. Was machst du hier? Willst du uns verspotten? Freust du dich schon über deine nächste Beute? Verstehst du mich überhaupt? Ich bin Relaxun, ich bin mit Chundas Erlaubnis hier.
Davon weiß ich nichts. Ich höre viele Dinge. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Wer war Rorvor? Rorvor. Oh, er ist der Größte. Er hat schon Jäger in die Schattenlande geführt und gegen Fremdlinge gekämpft. Sklaventreiber wie dich. Ich habe viel von ihm gelernt. Er sagte, ich könnte werden wie er und auch gegen euch kämpfen. Und das werde ich. Und wann ist er verschwunden? Auf den Jungen zu belästigen, Fremdling. Er braucht deinen Spott nicht. Aber wenn sie etwas wissen, vielleicht können sie helfen. Helfen? Ein Fremdling. Sieh dich um, Worvel. Fremdlinge stehlen und lügen. Und sie verderben uns. Redet mit mir, Fremdling, wenn du uns schon belästigst. Lass ihn in Ruhe. Habe ich versucht. Du wolltest nicht mit mir reden. Okay, erklär mir nochmal, wer Rorvor war. Okay. Das ist dasselbe Gespräch. Gut, dann spreche ich dich jetzt an. Mit ihm kann ich ja nicht reden. Ihr seid echt lustige zwei. Warum ich da rein kann, weiß ich nicht. Naja. Das hier sieht irgendwie aus wie ein weiblicher Wookie. Ist das ein weiblicher Wookie? Ich hätte gesagt ja. Hüter der Gesetze. Vorotsnor. Hallo Fremdling, ich hörte von deiner Ankunft. Ich hoffe, du willst uns keine Schwierigkeiten machen. Wir wollen kein Blut vergießen. Ich gehöre nicht zu den Sklavenhändlern. Das kann ich nicht beurteilen. Verzeih, wenn ich deine Worte keinen Glauben schenke. Wann ist Rorvor verschwunden? Bestimmt seit 10 Tagen oder länger. Er wollte zur Jagd, aber niemand weiß, wann er aufgebrochen ist. Er ist überfällig. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Seltsam. Wieso seltsam? Ich glaube nicht, dass er versklavt wurde. Wir haben im Raumhafen keine Sklaventransporter gesehen. Wenn es nicht die Sklaventreiber waren, ist er wohl in den Schattenlanden zum Opfer gefallen. Ich würde ihn suchen, aber ich weiß nicht wo. Die Tage, als ich unten im Wald jagte, sind lange vorbei. Gibt es eine Belohnung, wenn ich ihn finde? Das wird sich zeigen. Wir Wookies schätzen die Ehre und Ehrlichkeit. Daran fehlt es auch Fremdlingen manchmal. Okay, ich habe gerade angeboten, ihn zu suchen gegen eine Belohnung, aber da sagt er nicht wirklich was dazu. Gab jetzt auch keinen Tagebucheintrag. Juti! Dann zurück zur großen Promenade, wahrscheinlich zu dem anderen Wookie, bei dem ich nicht weitergegangen bin. Okay, wär's schon wieder zu blöd, mir hinterher zu laufen? Ah, ja. Alle beide. Wo seid ihr? Da, okay. Ist nicht ganz so weit. Aber wenigstens schafft's die KI tatsächlich, wie hier, also mir dann nachzulaufen. Den Weg aufzuholen. So, ich entschuldige mich. Da wurde ich gerade angerufen. Aber bin hier schon wieder da. Da lang. Und hier wäre dann wahrscheinlich der Wookie. Gehe ich mal davon aus. Diese Winzkarte. Nein, nicht Lähmungsfeld. Same Viech. Wurde von mir betäubt, um dann gestunt zu werden und dann nochmal vergiftet, kurz bevor es tot ist. Ihr könnt nicht gewinnen. Jetzt aber mal... Zwar gefühlt wegen den Minen ist es hier schwächer als Manan, aber irgendwie machen die Viecher ganz gut Schaden. Oder treffen zumindest ganz gut. Vielleicht ist das das Problem. So.
Joe sagt, du darfst in die Schattenlinie gehen. Okay. Das ist eine sogenannte Sägengaze. Da ist nichts. Ich entschuldige mich übrigens, falls in dieser Aufnahmesession mein Commentary etwas flach sein sollte. Seht es einfach als kleine Auszeit von meinem schrecklichen, belastenden Gelaber. Weil irgendwie die Hitze aktuell und mit der Arbeit. Da bin ich ein bisschen groggy. Und mein Kopf ist deswegen heute ein bisschen Matschepampe. Ein kleines bisschen. Chorau! Was willst du, Fremdling? Ich erlaube mir nicht, uns zur Jagd zu folgen. Drow dient nicht deiner Belustigung. Stellt meine Geduld nicht auf die Probe, Wookie. Ich gehe, wohin ich will. Ich werde nicht mit dir kämpfen. Ich weiß, was mit sogenannten schwierigen Wookies geschieht. Ich werde weder als Trophäe noch als Sklave enden. Geh, hier ist kein Platz für dich. Macht über den, ihr wollt mir Fragen beantworten. Ich werde deine Fragen beantworten. Ja, eine oder zwei. Kennt ihr einen verrückten Wookie in den Schattenlanden? Das einzige verrückte Wesen, das ich kenne, ist von deiner Art, nicht von meiner. Wir treffen ihn manchmal. Wir lassen ihn in Ruhe, wir respektieren ihn, denn er trotzt den Schattenlanden allein. Manchmal hilft er einem einsamen Wanderer, doch er ist verrückt. Kein Krieger jagt allein in den Schattenlanden, doch er lebt dort. Geht ihm aus dem Weg, Wahnsinn ist gefährlich. Wie lange ist er schon da unten? Viele Jahre, niemand weiß, wie viele. 10, 20, vielleicht wird er dir Auskunft geben oder dich töten. Was haltet ihr von Chunda? Er ist unser König und wir folgen ihm. So ist es Brauch. Es ist egal, ob ich seinen Worten Glauben schenke. Irgendwann wird jemand an seiner Stelle treten. Ich weiß nicht, was dann ist. Das wird Becker entscheiden. Wie wird sich Becker entscheiden? Was soll das bedeuten? Becker war unser größter Krieger. Sein Schwert ist das Werkzeug des Aufstiegs, als Zeichen des Königs. Chunda zeigt sich nicht mehr damit, seit er vor Jahren König wurde. Wenn ein anderer es vorweisen könnte... Bah, ich rede wie ein kleines Kind, das ist Unsinn. Könnte ein Blutsverwandter Chunda herausfordern? Das wäre nur mit Beckers Schwert möglich. Chunda ist der letzte seiner Familie. Es gab andere, aber sie waren vom Wahnsinn gezeichnet. Wir nennen ihre Namen nicht, sie sind ohne Ehre. Zum Beispiel Mad Claw? Wie ist das Kashyyyk unter der Char Corporation ergangen? Willst du mich mit deinen dummen Fragen verspotten? Was glaubst du? Die Leute sterben oder verschwinden. Chunda hat ausgehandelt, dass wenn er weniger Sklaven gefangen werden, dass weniger Sklaven gefangen werden, aber wenn nur ein Cherker stirbt, wie es meiner Welt geht, sie stirbt langsam. Ich suche nach einer uralten Sternkarte. Habt ihr sie gesehen? Ich gebe mich nicht mit euren Spielzeugen ab. Such, wo du willst, aber verschwende nicht meine Zeit. Gut, dann gehe ich jetzt. Ja, geh und erwarte keine Freundlichkeit, wenn du wiederkommst. Dies ist meine Welt, nicht deine. Sei froh, dass ich dir nicht den Kopf abhack. Da, deine Freunde sind auch schon abgehauen, weil sie keinen Bock auf dein Gelaber haben. Gorewoken, das ist der mich runterlässt. Lass uns hinunter. Chunda hat befohlen, dich in die Schattenlande zu lassen. Ich werde Gorewoken genannt. Sei vorsichtig mit deinen weichen Füßen. Nur die tapfersten kehren aus den Schattenlanden zurück. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, Gorewoken. Durfte sonst jemand in letzter Zeit hier herunter? Einige von ihnen sind mit Chundas Erlaubnis in den Schattenlanden. Ich weiß nicht warum. Nur Wookies sind dort erwünscht. Die Rassen meines Volkes gehen niemandem etwas an. Ich werde nicht darüber reden. Ihr wollt mir mehr über die Wookies erzählen, die kürzlich dort runtergegangen sind. Ich sollte dir von denen erzählen, die in die Schattenlager gegangen sind. Das waren viele. Roarwar war der letzte. Seit vielen Monaten ist er nun schon dort. Vielleicht ist er tot, obgleich er sehr stark war.
Viele sind in letzter Zeit gestorben. Shunda glaubt, einer von uns ist dort unten verrückt geworden und tötet sie alle. Wir finden keine Leichen. Die Schattenlande fordern ihren Tribut. Welche Außenseiter sind da unten? Ich weiß nicht warum, aber Shunda lässt die Cherka in die Schattenlande. Sie richten dort großes Unheil an. Und da ist noch einer. Doch er verdient Respekt. Er stört uns und unsere Bräuche nicht. Und manchmal wird er wütend wie ein Wookie. Ja, sein Name schmerzt auf meiner Zunge. Er lebt schon seit vielen Jahren in den Schattenlanden. Ich möchte verstehen, warum die Wookies die Schattenlande so verehren. Vergiss es. Man muss hier leben, um zu sehen, dass die Harmonie in Gefahr ist. Aber das verstehst du ja doch nicht. Okay, ich weiß, sperr das Ding auf und lass mich runter. Der Abstieg ist lang. Sei still, oder wir locken ungebetene Gäste an. Oh, Jedi. Ach, ist das nicht Darth Benden? Endlich, meine Suche ist beendet. Ich fürchtete schon, ein anderer hätte euch getötet und mich des Vergnügens beraubt. Ihr mögt den erbärmlichen Kopfgeldjäger besiegt haben, den mein Meister euch auf den Hals gehetzt hat. Aber mir seid ihr nicht gewachsen. Ich habe meine Lehre beim Dunklen Lord persönlich absolviert. Er ist jetzt Meisterbäcker, müsst ihr wissen. Ihr seid Malaks Schüler? Naja, nicht gerade beeindruckend. Eure Worte bedeuten mir nichts. Es sei denn, ihr bettelt um Gnade. Nicht? Dann werde ich es kurz und schmerzhaft machen. Lähmungsfeld. Okay, er hat widerstanden. Schau sich das einer an. Wo sei es? Ich habe aber nicht widerstanden. Kann ich bitte aus diesem Stunt rauskommen? Okay, er ist gleich tot. Hakam macht wirklich abartig Damage, Alter. Das ist jetzt nicht gut. Wieso hat der auf einmal so viel Schaden gemacht? Bastila. Du musst schauen, dass du heilst. Dringend. Und ich muss schauen, dass ich stunne. Dringend. Ja? Okay, das ist schon wieder nichts geworden. Nochmal. Sag mal. Jetzt reicht's aber. Okay, Bastila ist tot. Wieso ist er denn so immun? Okay, das ist ja wohl... Das ist richtig, richtig schlecht gelaufen gerade. Wieso ist er denn permanent immun gegen alles, was ich mache? Ich meine, viel höher kann das ja gar nicht mehr sein. Meine Werte. Also das ist irgendwie frech, dass der da so einfach widersteht. Endlich. Hier steht's übrigens nochmal. Ihr wart auf der Ender Spy, ihr habt Trask getötet. Dafür werdet ihr bezahlen, das ist tatsächlich er. Speichernummer. Und dann machen wir es jetzt ganz einfach. Was kann ich tun? Die liebe Bastila bufft sich hoch. Und ich versuche direkt ihn... Das war's aber noch nicht. Du machst noch den hier. Hier bin ich. Okay, das hat nicht geklappt. Ihr kümmert euch bitte erstmal um die Jedi. Ja? Um die anderen, die dunklen Jedi. Okay, das hat geklappt. Als nächstes ihn. Ja? Er hält mich halt im Dauerstun, finde ich auch gut. Drohneneffizienz pur. Okay, jetzt bin ich sogar bewusstlos.
Ja, sag mal, das gibt's doch nicht, oder? Wie stark ist denn dieser Lebensentzug? Das ist ja lächerlich. Hier bin ich. Vor allem scheint er keine Macht zu benötigen. Der spammt das einfach. Okay, Plan B. Er kriegt volle Kante ins Gesicht. Er wird jetzt weggespammt. Ja? So sei es. So, was hat er jetzt davon? Blöd, Mann. Darth Bentons Faserpanzer und ein Zwillingslichtschwert. Das da. Ich kann im Rüstung, im Kampf nichts wechseln an Rüstung. Na, wann bin ich aus dem Kampf? Jetzt. Zählt das denn als Rüstung, was er getragen hat? Ja, leider, weil das ist verdammt gut. Sieht das auch so aus wie er? Ne, es sieht nicht aus wie das, was er getragen hat. Aber egal. Gut, das war's aber für die Folge. Haben wir wenigstens noch einen guten Abschluss gehabt. Naja, mehr oder minder. Der hat mich jetzt tatsächlich zweimal fertig gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Hoffentlich ein wenig mehr Erfolg in der nächsten Folge. Bis dahin.